Kilometerlange Absperrungen, Zehntausende Bananen, hunderte Paletten Getränke. In Wien, da steht das Marathonwochenende vor der Tür. Mit den ersten Bewerben schon morgen und dem Hauptevent dann am Sonntag. Die Stadt ist vorbereitet. Ausdauer brauchen nicht nur die Läuferinnen und Läufer am Sonntag beim Marathon, sondern auch die vielen Mitarbeitenden, die hier letzte Vorbereitungen treffen. Wir sind jetzt im Endspurt, haben fast alles erledigt. Wir werden auch fertig sein bis morgen um 15 Uhr, wenn der erste Startschuss fällt, mit den Kinderbewerben. Man befindet sich sozusagen auf der Zielgeraden, wobei das Ziel noch nicht aufgebaut ist. Der Ring wird heute, also am Freitag um 20 Uhr gesperrt, zwischen der Stadiongasse und dem Schottentor. Und in dem, also von ab dann wird der Zielbereich fertiggestellt von uns. Am Sonntag werden die Läuferinnen und Läufer im 5-Kilometer-Abstand mit Bananen versorgt. Rund 30.000 Stück werden hier in der Markshalle die nächsten Tage noch verladen, geprüft und schließlich aufgeschnitten. Nachdem sie alle 5 Kilometer ja wieder was Neues kriegen, werden die geteilt, dass die auch entweder handfest sind, besser zum Essen, weil die rennen dann nicht mit der ganzen Banane da spazieren. Ein Spaziergang war auch die Organisation des 40. Vienna City Marathons nicht. Was ist anstrengender, ein Marathon laufen oder ein Marathon organisieren? Ich würde sagen, das kommt darauf an, wie gut man vorbereitet ist fürs Laufen beim Marathon. Aber ich kann Ihnen versichern, das Organisieren ist nicht leichter als das Laufen. Auf Sonntag und den Marathon freuen sich jedenfalls alle.